Andy, wo bist du? Wir bräuchten dich mal kurz. Ich bring's jedes Mal, von daher, es ist ein alter Hut. Ist doch so, die gehen alle mit Mario ins Bett. Wortwörtlich. Ja, warum nicht? Hey, der So. Barkeeper, der hat doch garantiert Ahnung davon. So. Ich Badam, glaube, ich klar muss kenne ich mitmachen den. jetzt. Der wohnt im Ostend. Gleich im ersten Haus, hinter der bewachten Tür. Aber ich soll ihn besser in Ruhe lassen. Ja, und der hat uns somit bestätigt, ey, der Typ ist Badam, der da wohnt. Folglich, Badam, du kannst es nicht abstreiten. Los, mein treues Reittier. Trage mich zu Badam. Irgendwie müsste ich ja jemand anders tragen können. Meine Super Mario Catherine. So dämlich. Oh Gott. Und da bin ich wieder. Der Seemann Bartom. Nie gehört. Versuch es woanders. Hey, was soll das? Wir wissen genau, dass du Bartom bist. So ist es also. Und was wollt ihr von mir? Ich soll Steuermann auf eurem Schiff werden. Tut mir leid. Versucht es woanders. Ich betrete kein Schiff mehr. Was soll das? Hey, du musst uns unbedingt helfen. Wir brauchen dich. Niemand sonst kann uns zur Isla Corsaria bringen. Ich habe Nein gesagt und damit bleibt es. Ich fahre nicht mehr zu See, also geh dahin, wo ihr hergekommen seid. Können sich gewisse Argumente überzeugen? Nein, anscheinend nicht. Tschüss. Ich liebe diesen Move, er ist so trollolol. Du stehst in der Wand. Geist eben. Was machen wir jetzt, Mario? Das scheint sich nicht einfach umstimmen zu lassen. Aber komm sofort raus. Geh weg vom alten Sack. Aber warum fährt er wohl nicht mehr zur See? Sollten jemanden fragen, der uns mehr darüber sagen kann. Hallo, Barbara. Komm mit. Danke. Und wieder in die Bar, weil wer kann es wohl mehr sagen als der Barkeeper des Vertrauens? Und Catherine würde ich diesem Barkeeper nicht vertrauen. Nein, nein, nein und nein. Badum hat es abgelehnt, auf euer Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zur See zu fahren? Zu Isla Corsaria wollt ihr also. Das Meer dort ist tatsächlich schwierig zu befahren. Bottom wäre da perfekt. Also, dieser Bottom, der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht. Soll ich euch etwas darüber erzählen? Ja, na dann, hört gut zu. Bottom hatte eine wunderschöne Frau. Scarlett war ihr Name. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Aber als Seemann war Bottom oft sehr lange Zeit nicht zu Hause. Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlett immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bartom hat auf all seinen Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Aber dann. Also, es war in einem sehr kalten Winter. Scarlett wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Zu dieser Zeit befand sich Bartom auf einer sehr langen Seereise. Und als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Es gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können. Eben weil er als jemand immer unterwegs war. Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Oh, wie traurig. Das also ist der Grund. Wollt ihr ihn immer noch überreden? Jetzt, wo ihr seine Geschichte kennt? Eigentlich nein. Dann solltet ihr ihn einfach in Ruhe lassen. Aber ich habe keine Wahl. Ja. Ihr seid also fest dazu entschlossen? Dann sollte ich euch das hier geben. Abschiedsbrief erhalten. Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlett diesen Brief an Bartom. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bartom soll diesen Brief bekommen, wenn er sich nach ihrem Tod Vorwürfe mache. Aber als ich sah, wie er verzweifelt versuchte, Scarlett zu vergessen, da konnte ich ihm den Brief einfach nicht geben. Bitte, da ich nicht den Mut fand, Bartom diesen Brief zu geben, tut ihr es für mich. Vielen Dank, Meister. Wir werden gut auf den Brief aufpassen. Lass uns gehen, Mario. Natürlich, weil wir die Helden sind, können wir so. Ist uns das scheißegal, was wir Alter, machen. Mario ist das letzte Arsch in allen Videospielen. Er killt einfach random Tiere, die durch die Gegend watscheln. Oder Leute, die haben ihr eigenes Bewusstsein, die reden ja mit uns und einige handeln so uns. Das ist übrigens ein Link-Gumba. Ich glaube.
Wenn ihm Leute herzerreißende Lebensgeschichten erzählen, dann schläft er ein. Oh ja. Ich glaube, ich verwechsel dieses Spiel immer, also verbinde dieses Spiel immer mehr mit Catherine. Was soll das? Ihr schon wieder? Ihr könnt kommen. Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich nicht ändern. Also, los, verschwindet. Was ist das? Ein Brief an mich? Oh, von Scarlett. Scarlett. Wenn du diese Zahlen liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es jedoch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich dir diesen Brief. Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen. Aber lies weiter. War mein Leben auch kurz, so verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, ein Seefahrer wie dich zum Mann zu haben. Entschuldigung, dass ich gerade so zackert vorlesen. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es auch bleiben. Das Meer gehört zu mir, so wie du zum Meer. Entschuldige mich. Bitte lass mich einen Moment allein. Das war eine Tür. Ja. Ich dachte auch erst, das wäre ein Schrank. Das, ja, Schrank. Sieht eher nach einem Schrank aus. Na, auch ich war glücklich. Scarlett, wie ich dich liebe. Was er wohl da in seinem Bett macht? Wein, er ist. Seine Frau ist tot. Alter, sei ein bisschen mal mitfühlen. Ich hab doch einen Steuermann gesucht. Zinsler Corsaria, oder? Nun gut, wenn euch ein alter Kauz wie mir gedient, bin ich dabei. Bartomp! Ja, yeah, wir haben episch Bartomp jetzt an unserer Seite. Und ja. Insignia erhalten. Spätestens jetzt. Ja, wir haben zwei Leute hinter uns herwatscheln. Das Schiff liegt doch sicher am Hafenwanger, oder? Wir sehen uns dann dort. Und das war's auch mit zwei Leuten hinterherwatscheln. Wusch. Kurz. Wenn ich das verstehe, frage ich manchmal diesen Professor Gumbarth. Ein toller Forscher. Unglaublich, was er da alles so weiß. Wenn du mal etwas nicht weißt, solltest du ihn auch um Rat fragen. Ja, und dass ich ihn angesprochen habe, war eben aus Versehen. Ich wollte eigentlich nur über ihn rüber. Link mit Link Gumba. Du hast Mail. You got Mail. Bubulia, hallo. Hallo Mario, wie geht's? Mir geht es wirklich gut. Hier hat sich viel verändert. Nur Bubulio wird immer noch so oft von Buma ausgeschimpft. Ich fände es schön, wenn er mehr mit mir zusammen wäre. Hast du immer viel zu tun? Musst du viel reisen? Ganz weit weg. Wo sonst noch keiner gewesen ist und so? Wie spannend das sein muss. So aufregend. Wenn du Zeit hast, komm unbedingt her und besuch mich mal. Bubulia. Oh, sie hat ein Ei gelegt. Hm, von wem das wohl ist? Ja, sie haben zwar kleine Stimmen, aber die sind ganz erwachsen. Solltest du nicht so langsam mal den Part beenden? Fragezeichen. Ja, eigentlich schon. Ich will weitermachen. Ich liebe dieses Spiel. Morgen ist auch ein Tag. Ich weiß. Lass mich. Ich glaube, sagt heute. Ja, es reicht heute. Nächstes Mal machen wir uns dann auf den Weg zur Isla Corsaria mit Bartom. 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 Ja. Catherine ist cool. Der ist episch. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber. Ich verziehe mich dann mal. Mario hat schon den Vorgang gemacht. Und deswegen würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Hast du noch was zu sagen, Roxas? Episches Spiel mit Catherine verbinden, cool. Ja. Yeah. Also bis dann und ciao.